Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Leadmotor geschrieben, welches er mit 4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Leadmotor ist eine E-Mail-Marketing-Lösung für Unternehmer. Es umfasst viele Tools wie Landingpages, Autoresponder oder Newsletter-Funktionen. Alles, was zur Vertriebs- und Marketing-Automatisierung beiträgt. Interessant ist der Leadmotor für Leute, die eben Leads brauchen, um im Endeffekt ihren Umsatz zu steigern. Falls jemand mit dem Begriff noch nichts anfangen kann, keine Sorge, die werden im Verlauf noch erklärt. Erschaffen wurde der Leadmotor von Gordon Kukluk und Dijan Novakovic. Gordon Kukluk ist als Online-Marketer tätig und betreibt einen Blog namens Geldschritte.de. Mit diesem Blog fing er an, im Internet Geld zu verdienen, auch wenn es am Anfang eher mager war. Er ist dabei geblieben, vertreibt heute erfolgreich Infoprodukte. Sein E-Book, die Cook-Luck-Taktik, ist für jeden frei zugänglich. So besteht sein Inhalt aus teilweise kostenpflichtigen Produkten, aber auch vielen freien Inhalten. Dijan Novakovic bat Gordon die Zusammenarbeit an, nachdem er durch Geldschritte auf ihn aufmerksam geworden ist. Der gelehrte Elektrotechniker durchlief diverse Karrierestationen. Gescheiterter Multilevel-Tech-Marketing-Versuch, Anstellung bei Finanzunternehmen, Vertriebsleiter und schließlich die Gründung des Finanzpraxis-Magazins. Dieses Projekt lief sehr langsam an und erst als er anfing mit Webinaren zu beschäftigen, kam er auf den Trichter, sich generell mal mit dem Internetmarketing auseinanderzusetzen. 2011 informierte sich Novakovic über E-Mail-Marketing, Social-Media-Kanäle, Affiliate-Marketing und alles, was dazugehört. Mit diesem Wissen könnte er Finanzpraxis pushen und schließlich verkaufen. Die so neu gewonnene Zeit konzentrierte er auf Webinare und Coaching und Consulting von Unternehmen. Kukluk und Novakovic treten nun fast nur noch als Duo auf. Leadmotor war ihr erstes gemeinsames Projekt und es sollen viele weitere folgen. Blogpage, Game Changers Academy und neuerdings die Online-Marketing-Architekten. An all diesen Projekten arbeiten sie zusammen. Der Leadmotor umfasst mehrere Tools, die einem das Sammeln von Leads erleichtern sollen. Als Leads bezeichnet man die erfolgreiche Kontaktabnahmung eines Produkts- oder Dienstleistungsanbieters zu einem potenziellen Interessenten. Zitat Wikipedia. Das heißt, vor der Lead-Generierung kommt in der Regel der Traffic, der Besucherverkehr auf der Webseite oder dem Blog oder Shop. In der Regel möchte man die Besucher nicht gehen lassen, ohne Informationen von ihnen gesammelt zu haben. Das heißt, man bietet dem Besucher etwas an für den Austausch gegen seine E-Mail-Adresse, zum Beispiel der Eintrag in den informativen Newsletter, einen Gutscheincode oder den Zugang zu einem sonst geschützten Video oder anderen Inhalten. Wenn man erfolgreich E-Mail-Adressen sammelt, sammelt man Leads. Mit den ganzen E-Mails baut man sich eine E-Mail-Liste auf. An diese schickt man dann ab und zu Informationen, um aus ihnen letztlich Kunden zu machen oder sie an sich zu binden. Darüber bietet der Leadmotor 5 Anwendungsmöglichkeiten. Das erste Werkzeug ist die Erstellung von Newslettern. Aus dem Editor kann man aus mehr als 50 Vorlagen wählen, sie anpassen oder komplett neu erstellen. Zudem kann man jede E-Mail personalisieren, sodass der Empfänger immer mit Vor- und Nachnamen angesprochen wird. Bei den Templates, also Vorlagen, sind auch einige dabei, die responsive sind. Damit ist gemeint, dass sie so eingestellt sind, dass sie ohne Probleme auch auf Smartphones und Tablets aufrufbar sind, ohne dass Inhalte oder Elemente verschändet oder gar nicht angezeigt werden. Dass heutzutage vor allem Smartphones eine immer größere Rolle im Alltag übernehmen und demnach viele Leute ihre E-Mails auch darüber abrufen, sollte man darauf Wert legen. Die zweite Funktion des Leadmotors ist die Einrichtung eines Autoresponders. Damit baut man sich sozusagen ein virtuelles Verkaufsgespräch auf, indem man eine Reihe von E-Mails anlegt, die dann zu bestimmten Zeitpunkten versendet werden. Diese wiederum sind angepasst jeweils an die Empfänger und dem Datum, an welchem man die E-Mail-Adresse eingetragen hat. So wird sichergestellt, dass jeder Einzelne die komplette Folge an E-Mails erhält und nicht mittendrin einsteigt. Da die E-Mails aufeinander aufbauen sollten, kann dies sehr wichtig sein. Mit dem Leadmotor kann man außerdem noch Landingpages erstellen. Auch hier kann man aus Responsive Vorlagen wählen oder von Grund auf eine eigene kreieren. Der Live-Editor zeigt dabei alle Einstellungen sofort an, sodass man sich genau vorstellen kann, wie es nachher wirkt. Das vierte Tool sind A/B-Split-Tests, welche man durchführt, um zum Beispiel bei 2 Landingpages festzustellen zu können, welche davon besser beim Besucher ankommt. Dabei wird der Traffic in 2 Gruppen, A und B, unterteilt und getestet. Anschließend kann man entscheiden, welche Landingpage der E-Mail effektiver ist und das neu gewonnene Wissen in eine optimierte Kampagne einfließen lassen. Die letzte Anwendungsmöglichkeit ist die nachhaltige Optimierung. Bedeutet, der Leadmotor erstellt automatisch diverse Statistiken, wie Besucherzahlen, Öffnungsrate, Klickrate, Bounces und Abmeldungen. Auch solche Statistiken sind wichtig, um auf verändertes Besucherverhalten rechtzeitig reagieren zu können. Die Leadmotor Lernwerkstatt ist zusätzlich noch mit diversen Lern- und Hilfsvideos ausgestattet.
Dort gibt es über 40 Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die zum Beispiel den Umgang mit einzelnen Tools erklärt. Man kann auch in dem 6-Wochen-Coaching-Programm teilnehmen, welches in Form von Webinaren abgehalten wird. Als weiteren Hub bietet der Leadmotor seine Mitglieder noch fertige E-Books an. Diese kann man auf seiner Landingpage zum Download anbieten für die Interessenten oder Kunden. Es wird nochmal extra darauf hingewiesen, dass der Leadmotor auch an anderen beliebten Tools kompatibel ist. Wie WordPress, OptimizePress, Hybrid Connect, Digistore 24, Digimember, ThriveThemes, Leadpages, Webinaris oder so MeToo. Zunächst kann man die Tools für eine Woche für einen Euro ausprobieren. Wenn es einem gefällt, kann man wählen, ob man monatlich eine Gebühr von 47 Euro oder ob man gleich den Jahrestarif für einmalig 540 Euro bestellt. Der Leadmotor ist eine gelungene E-Mail-Software-Lösung. Sie punktet vor allem mit Einfachheit und Vollständigkeit. Das heißt, der Editor ist leicht zu verwenden wegen Durchschaubarkeit. Das Menü und alles drumherum wurde simpel gehalten, sodass der Blick immer auf die konkreten Funktionen ist. Das macht den Leadmotor vor allem auch für Einsteiger interessant, die alles bei einem Anbieter haben möchten. Die Landingpages zum Beispiel sind doch sehr schlicht. Wer da etwas optisch Hochwertigeres haben möchte, der sollte sich nach anderen Anbietern umschauen. Aber wenn es nur einen Zweck erfüllen soll, sind die definitiv ausreichend. Für den Anfang wird es auf jeden Fall ausreichen und den Einstieg angenehm gestalten. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.